Und weiter geht es mit Markus. Markus ist 33. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Domian. Oh, du klingst aber sehr schön nah. Bitte? Du klingst sehr schön nah. Oh, das ist schön. Das ist eine gute Leitung, eine gute Verbindung. Ja. Bevor ich jetzt mit meinem Thema anfange, zu der gnädigen Frau vor mir, ich würde sagen, sie sollte mal in sich gehen und sollte mal ganz toll nachdenken und sich dann wahrscheinlich doch trennen. Ist wahrscheinlich besser. Ich glaube, das wird darauf wird es hinauslaufen, ja. Ist wahrscheinlich besser für sie und auch für ihre Nerven. Jetzt zu dir. Bitte? Jetzt zu dir. Ja, jetzt zu mir. Ja, also ich fahre in 2 Wochen am 15.03. vom Münsterland aus mit dem Fahrrad nach Santiago de Compostela. Der berühmte Pilgerweg. Genau, der Jakobsweg. Den Harpe Kerkeling zu Fuß gegangen ist. Ja, Fast ganz zu Fuß gegangen. Harpe Kerkeling ist ja nur von Spanien ausgelaufen. Der von Spanien, natürlich, ja. Das war nur irgendwie knapp 600 Kilometer, die er gemacht hat. Ne, nur ist gut. Ich habe hohen Respekt vor ihm. Ja, ich auch, davon ab. Ich habe hohen Respekt vor ihm. Habe ich auch Respekt. Das ist also schon eine ganze Menge, 600 Kilometer zu Fuß. So, aber du wirst es mit dem Fahrrad machen. Startest von Münster. Von Münster. Ist das eine Route, die du dir selbst ausgedacht hast, oder ist das eine historische Route von Münster sogar? Nein, sag mal, die Jakobsroute, der Jakobsweg, der fängt ja irgendwo in Warschau an. Aha, das weiß ich gar nicht. In Warschau? Da fängt er irgendwo an. Und irgendwo ist er in Vergessenheit geraten in den ganzen 100 Jahren. Und der fängt dann erst wieder ab Köln, ist er erst wieder ausgeschildert. In Köln ist er ausgeschildert, ab Köln? Ab Köln ist er wieder ausgeschildert. Das weiß ich gar nicht. Das muss ich mal erkunden, wo das hier ist. Am besten vom Dom aus, da findet man ihn am leichtesten. Immer der Muschel hinterher. Dann suche ich da mein Schild Jakobsweg, ja. Ja, das ist einfach so eine Muschel, so eine Jakobsmuschel, das ist dann der Wegweiser und da die Spitze zeigt, in der Richtung musst du laufen. So, und du hast dir das aber vorgenommen, jetzt von Münster den ganzen Weg bis nach Spanien mit dem Fahrrad zu fahren? Mit dem Fahrrad, samt Kinderanhänger und 2 kleinen Hunden. 2 kleinen Hunden? Ja, das ist der Kassel-Mix. Das sind deine Hunde, die du mitnehmen willst und musst, oder? Ja, genau. Ich werde sie nicht abgeben und ich liebe meine Hunde und die sollen dann schon das Leid und das Glück mitnehmen. Na, die haben es ja gut da hinten drin. Ja, klar. Ich meine, die können raus, wann sie wollen. Ne? Die können nebenher laufen neben dem Fahrrad. So kleine, diese Jack Russell, Terrier, wie heißen die? Ja, genau. Ja, ich kenne die, ja. Ich meine, sind zwar kleine Renner, aber ich meine, so viele Kilometer sind da auch nicht gewöhnt. Ne? So, Markus, warum machst du das? Warum? Lange Geschichte. Ich war damals verheiratet. Mach sie für uns kurz. Ja, ich war damals verheiratet gewesen. Meine Frau ist 2002 gestorben. Ja. Ich war zu dem Zeitpunkt selbstständig, habe mein Unternehmen vor der Wand gefahren, alles Mögliche. Deine Frau ist sehr jung gestorben. Ja, richtig. Woran ist sie gestorben? Lungenkrebs. Lungenkrebs? Jawohl. In welchem Alter genau? 33. Ich war zu dem Zeitpunkt 28. Jetzt bin ich 33. Und jetzt hatte ich letztes Jahr im Juni einen schweren Unfall gehabt von der Arbeit aus, auf dem Weg nach Hause. Hab bis Januar im Krankenhaus gelegen. Mit mehreren Brüchen, Prellungen und habe ich nicht gesehen, weil ich bin mit dem Motorrad von Arbeit nach Hause gefahren, wurde von Daimler überrollt. Wurde dann am 5. Januar entlassen und am 15. Januar habe ich den Entschluss gefasst, irgendwie muss man schon mal irgendjemand, falls es da oben lieben Gott gibt, Danke sagen, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht sehr gläubig. Zumal habe ich den Glauben komplett verloren gehabt, wo er meine Frau genommen hatte. Seitdem habe ich es dann nie wieder geschafft, mich richtig zu verlieben. Ich habe eine dicke, fette Mauer um mich herum gebaut, wo ich dann wirklich niemand an mich rangelassen habe. Ja. Und ich hoffe, wenn ich jetzt diesen Weg fahre, dass ich diese Mauer abbauen werde und auch wieder zu mir selber finden werde und auch wieder Mut am Leben finden werde. Geht es darüber hinaus, dass es auch so eine spirituelle Sehnsucht ist, dass du vielleicht wieder zu deinem oder zu einem Glauben finden möchtest? Auch, ja, auch, auch. Also, ja, genau, richtig. Zu einem Glauben, wie genau ich das jetzt definieren soll, weiß ich momentan nicht. Kann ich jetzt auch momentan nicht so sagen. Das heißt, die letzten Jahre waren für dich sehr schwere Jahre? Die letzten Jahre, von 2002 an bis zum heutigen Tage, also mehr oder weniger. Das fing an mit dem Tod deiner Frau? Richtig, genau. Dann hattest du gerade gesagt, gab es ein großes Problem mit deinem Unternehmen, was dir gehörte? Richtig, genau. Ich hatte das mit einem Kollegen gehabt. Mein Kollege ist dann abgesprungen hinterher. Wir hatten 10 Angestellte gehabt. Ja gut, ich habe es dann vor der Wand gefahren, weil ich sowieso in dieses tiefe Loch gefallen bin. Da war mir sowieso alles egal gewesen, mein ganzes Leben, alles war mir scheißegal. Ja. Hast du hier noch verschuldet? Ja, reichlich. Reichlich? Das heißt, die Schulden hast du heute noch? Heute habe ich noch offen 92.000. Oh, weia. Mir läuft aber eine Regelinsolvenz. Seit 31.01. ist sie Gott sei Dank durch.
Und dieser Unfall, von dem du gerade erzählt hast, ja. Kann man sagen, dass das die Haupterschütterung war, dich jetzt zu dieser Sache zu entscheiden? Richtig auch, weil ich hatte wirklich ein halbes Jahr gelegen, ich hatte schwere Entzündungen im Körper noch gehabt, das wollte nicht verheilen. Meine Schulter ist bis heute noch nicht verheilt, die ist immer noch offen, also der Bruch ist immer noch offen. Und dann kannst du so eine Reise antreten? Werde ich wohl müssen. Wie, die Schulter ist noch offen? Die ist nicht zugeheilt? Also die Haut ist wohl zugeheilt, aber der Bruch selbst ist nicht verheilt. Ach so. Mhm. Der Bruch selbst ist nicht verheilt, da war eine dünne Schicht drüber gewesen, eine dünne Hautschicht, also Knochenschicht. Mhm. Aber die hat sich jetzt in den letzten 4 Wochen wieder gelöst, weil ich war ja wieder am Arbeiten. Was arbeitest du? Ich, Qualitätsinspektor. Ach so. Mhm. War wieder am Arbeiten gewesen und dadurch ist der Bruch wieder aufgegangen. Und warum verheilt dieser Bruch nicht endgültig? Das möchte ich gerne wissen, das wollen auch die Ärzte wissen. Das weiß keiner warum. Hast du mit deinen Ärzten, die dich behandelt haben, dieses Vorhaben besprochen? Hatte ich besprochen. Ich bin ja auch wieder gesund geschrieben, also berufsmäßig. Ja. Und der Arzt hat gesagt, ja, wenn du das machen musst, dann musst du das tun. Mhm. Mhm. Nee, seit er meinen Segen hasse. Nehmen dir vorsichtshalber einen Auslandskrankenschein mit. Mhm. Und ein paar gute Schmerzpillen oder so? Ja, also ich habe noch meine Schmerztabletten, meine Tropfen, die nehme ich auf jeden Fall mit, falls die Schmerzen wirklich extrem werden. Wie lange ungefähr wird es deiner Berechnung nach dauern? Ich rechne mal, da ich die beiden kleinen Hunde bei den ganzen Weg mit Fahrrad mache, das meiste alles bergauf ist, gehe ich mal von 3 Monaten hin aus. Es ist ja nicht immer bergauf. Du fährst ja quer durch Frankreich durch. Ja gut, ich fahre quer durch Frankreich, da kommt natürlich auch wieder bergab, ne? Dann über die Pyrenäen, das ist natürlich dann sehr aufwendig. Und da geht's dann wieder richtig los, Pyrenäen, mhm. Bilbao da oben die Ecke, ja. Da geht's dann wieder richtig los. Ne? Da muss ich dann wieder richtig ran an die Pedale. Planst du denn zurück mit dem Zug zu fahren oder zu fliegen? Nee, mit dem Fahrrad. Du willst zurück auch wieder fahren? Ja. Das ist ja verrückt, das ist ja wirklich verrückt. Ja, weil, wie gesagt, ich bin jetzt, wo ich gesund geschrieben war wegen meiner Arbeit, ja. Der Buch ist ja wieder aufgegangen. Ja. Dadurch war ich wieder krank geschrieben gewesen. Dann hatte ich die Arbeit verloren gehabt dadurch. Mhm. Jetzt bin ich wieder gesund geschrieben. Mhm. Jetzt kriege ich keine Arbeit mehr. Meine alte Firma nimmt mich nicht mehr. Ja. Andere Firmen hier in Deutschland trotz Aufschwung sagen, nee, danke, wir können dich nicht gebrauchen. Das heißt de facto, du hast die Zeit auch dafür im Moment. Genau, Faktor, ich habe die Zeit dafür. Ein negativer Faktor dabei ist, ich kriege keinerlei Leistung. Ah ja. Ja. Das heißt, wie finanziere ich, meine, das kostet nicht so sehr viel, aber du musst ja nur noch essen und gewisse laufenden Kosten sind das ja auch. Wie finanzierst du das? Ich werde mir mein Didgeridoo mitnehmen. Aha. Und dann werde ich mich wahrscheinlich auf den Marktplatz setzen und 1 Stunde ins Didgeridoo blasen und hoffen, dass mir jemand einen Euro im Hut schmeißt. Das könnte durchaus passieren, wenn du es gut machst. Ja, ich meine, Didgeridoo spiele ich schon seit 2002. Hast du Angst vor der Reise? Ehrlich gesagt, innerlich schon, ja. Oder vielleicht sollte man es anders ausdrücken. Du hast wahrscheinlich Respekt vor dieser Reise. Richtig, weil es sind knapp 3000 Kilometer. Ja, da können nun viele, viele Dinge passieren. Und ja, gerade Frankreich, mitten durch Knüste, sage ich jetzt mal. Man weiß nicht, was da auf einen zukommt. Ich bin alleine, ich habe meine kleinen Hunde dabei, die können nicht viel ausrichten. Ich habe ein Zelt und ein Schlafsack. Hast du das Buch von Harpe Kerkeling gelesen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ja, lies es mal. Das ist sicher für jemanden, der etwas Ähnliches vorhat, sehr interessant. Von dem Buch habe ich erst erfahren, nachdem unsere Presse hier auf dem Dorf mich drauf angesprochen hatte, auf meine Reise. Die hatten das mitgekriegt. Da hatte ich erst erfahren, dass Harpe Kerkeling das überhaupt gemacht hat. Ja, und dieses Buch ist seit einem Jahr Nummer 1 in den Bestsellern und ist ein großer Erfolg. Mhm. Und wenn er so in den Talkshows darüber erzählt, ist das ausgesprochen beeindruckend. Und für dich sicher noch interessanter, ja, weil du es vor dir hast und weil du sowas machen wirst. Hast du denn das auch vor, irgendwie zu vermarkten? Wirst du irgendwie auch Tagebuch schreiben oder? Ich denke mal, ich schreibe wohl mein Tagebuch, ich nehme eine Digitalkamera mit, ich nehme 2 GB Speicher mit. Mhm. Da kommen dann wohl so ein paar tausend Fotos zusammen, gehe ich mal von aus. Wobei ich ja glaube, das hat der Harpe Kerkeling auch so gemacht. Der hat das auch nicht vorher geplant. Ich glaube, wenn man das vorher plant, geht es meistens in Hose. Ja, geht das in die Hose. Und dann geht auch diese spirituelle Suche kaputt. Ja, richtig, weil man sich irgendwie auf irgendwas verbeißt. Genau. Ich muss ein Buch schreiben, ich muss. Ja, das, genau. Du bist mit den Gedanken wieder irgendwie ganz woanders. Du musst, wenn, dann auf der Reise sein. Genau, auf der Reise, bei meinem Tagebuch. Was du hinterher dann mal irgendwann daraus machst, ist eine andere Frage. Genau, dann kann man das Tagebuch, wenn man dann mal wieder irgendwann zu Hause ist,
kann man dann das Tagebuch mal aufschlagen, sich durchlesen und dann kann man immer noch sagen, weißt du, was, das könnte man eventuell vermerken. Und selbst dann müsste ich mich erstmal schlau machen, wie überhaupt. Ja, und also, ich glaube, das Thema ist eh durch den großen Erfolg von Harpe. Aber das ist ein anderes Thema, da müssen wir gar nicht drüber reden. Genau. Ist das zum ersten Mal in deinem Leben, dass du sowas Drastisches machst? Dass ich sowas Verrücktes und sowas Drastisches mache, ist das erste Mal. Ja. In dem, ja. Ich meine, ich habe schon einen Haufen verrückte Sachen gemacht, mal eben mit dem Auto nach Frankreich Baguettes holen und so. Na gut, das haben wir in der Jugend gemacht, ja. Wo wir gerade den Autoführerschein hatten oder wo ich frisch verheiratet war, da sind wir auch mal eben kurz nach London rüber. Ja. Aber sonst... Was nimmst du dir zum Lesen mit? Zu lesen? Mhm. Diesen Pilgerpass habe ich bei, ja. Dann habe ich noch ein paar Lektüren von den Jakobsbrüdern dabei. Ja, ja, meine Landkarten und das war's. Nimmst du dir Musik mit? Musik, ja, ich werde mir wohl so ein kleines Radio mitnehmen, was ich vorne am Fahrrad dranhängen kann, dass ich wenigstens ein bisschen Unterhaltung habe unterwegs. Ja. Und auch nachrichtentechnisch auf dem Laufen bin. Natürlich, das ist ganz gut. Ja, ich weiß nicht, braucht man das? Ich denke mal, die Nachrichten brauche ich, ja. Ja. Ne, zumindest muss ich wissen, was in den Ländern los ist, wo ich durch bin. Ich meine, gut, ich werde... Vielleicht wirst du irgendwann in so einer Phase sein, dass dir das ganz egal ist. Dass du ganz andere Wichtigkeiten hast und Prioritäten setzt. Aber wer weiß es? Also das haben ja schon viele gesagt, also die jetzt auch die Jakobusbrüder oder so, weil ich habe mich ja mit der Bruderschaft da in Verbindung gesetzt, die diesen Jakobusweg betreuen. Und die hat mir schon gesagt, also auf dieser Reise wirst du nicht viel brauchen, du wirst nur deine Wäsche brauchen, dein Geist und dein Leben, mehr nicht. So, Markus, ich würde gerne jetzt mit dir eine Vereinbarung treffen. Ja. Ich möchte wahnsinnig gerne mit dir sprechen, wenn du zurück bist. Ja, klar, das kann ich. Das wird ja dann wahrscheinlich irgendwann dann so im Herbst sein, ne? Gehe ich mal von aus. Herbst, ja, Spätherbst. Ja, dann schickst du uns bitte eine Mail und nimmst Bezug auf das Gespräch heute. Mhm. Und wir sind alle sehr, sehr gespannt, was du zu erzählen haben wirst. Ja, klar. Und falls noch jemand Interesse hat, mitfahren möchte, kann halt gerne tun. Vielleicht ist es aber auch gut, das alleine zu machen. Vielleicht ist es auch gut, alleine zu machen. Ich glaube ja. Mhm. Ja. Ich meine, unterwegs trifft man bestimmt. Du triffst sowieso wahrscheinlich sehr viele Menschen und wirst sie auch wieder verlieren und es werden neue kommen und du wirst alleine sein und so weiter. Richtig. Lieber Markus, toi toi toi. Danke. Wer auch immer möge dich beschützen, dass du gesund und heil zurückkommst. Das möchte ich hoffen. Alles Gute von Herzen. Jo, danke, Domian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer.